heute Kapitänin und es geht schon los. Die EM ist aus österreichischer Sicht angepfiffen. Eine junge Stürmerin des SKN. Und hier sorgt sie bereits für die erste Torschance. Ihnen keine Räume lassen. Wenn sie da drüber kommen, dann kann es natürlich gefährlich werden. Franziska Ketz findet hier Deutschlands Nummer 7. Da eben dieses hohe Pressing, dieses schnelle Spiel in die Spitze, genau das, was wir hier sehen, gefordert hat. Und gefordert wird hier auch Elfmeter. Stefan, wirst du das gesehen? Isabella ist Leitner vor dem Tor. Und jetzt vielleicht die nächste. Linda Natter, wieder eine heikle Situation. Ja, auf jeden Fall. Wieder eine fragliche. Oshukwu, Schneiderbauer. Versucht selbst. Direkt. Und ja. Das ist das 1:0 für Deutschland. Die Nummer 7, Sophie Nachtigall von der Eintracht Frankfurt, stellt hier auf 1:0. Und damit läuft ab dieser Minute 16 Österreich einem 0:1 Rückstand hinterher. Sophie Platzner ist hier der Ausgangs-, der Drehungsangelpunkt. Hereingabe von Alba auf Nachtigall. Čavić ist es hier. Und dann läuft die Nummer 10, Kehitler, quasi alleine auf Mariella El-Sharif zu. Auch Franziska Ketz zieht hier mit. Und ja, dieses Tor hat sich Österreich, muss man sagen, leider selbst geschossen. Ja, das, du stehst natürlich sehr breit jetzt hier im Dreieraufbau, versuchst Räume zu schaffen mit deiner Positionierung. Dann tut so ein Fehlpass zum Gegner natürlich doppelt weh, weil einfach dann die Räume da sind für den Gegner. Es ist sehr, sehr schwer. Archie Göss. Und das ist Alba. Es geht einfach zu leicht. Die Deutschen ziehen hier über die Flügel bis in den Strafraum und dann lasst man ihnen im 16er auch noch komfortablen Platz, um abzuschließen. Das 3:0 von Mara Alba von der DSG Hoffenheim. Wir sehen es hier noch einmal. Açigüs zieht hier in den 16er und legt. Nicht direkt, aber. Genau, schlechte Abwehr hier leider von Leni Fuchs. Genau, direkt in die Beine. Und ja, das, über die rechte Seite muss man ehrlicherweise sagen, da, also für unsere rechte Seite verteidigen wir nicht gut genug. Also Fuchs sucht hier wieder in der Spitze Valentina Mädel. Aber diese hohen Bälle sind derzeit noch zu ungenau. Und jetzt geht es wieder schnell. Schneiderbauer hier super noch abgewehrt. Ketz. Unglaublich stark. Ja, muss man leider so sagen. So leid es mir tut. Auch für Schneide, aber Ketz ist hier in diesen ersten 30 Minuten leider eine andere Liga. Das ist fast nicht zu verteidigen für sie. Und das bringt. Muss man schleunigst was tun, weil sonst. Schleunigst was tun und das bringt auch Mariella El-Sharif zur Verteidigung. Zweiflung, wir sehen es hier. Franziska Ketz setzt sich hier durch gegen Schneiderbauer, legt dann ab. Und dann braucht nur noch eingeschoben werden, um hier aus Sicht der Deutschen mit 4:0 in Führung zu gehen. Das war wieder
halben Stunde, jetzt vielleicht. Heißt Leitner. Aber auch sie muss hier abstoppen. Keine Gefahr. Sie ist und Schneiderbauer im Zentrum. Vielleicht da auch etwas adaptiert. Man versucht jetzt mit diesen langen Bällen auf Linda die Schnellen. Linda Natter. Ja. Versucht sie mit dem direkten Abschluss. Zumindest ein Torschuss, der ein bisschen Selbstvertrauen gibt. Definitiv Selbstvertrauen, das hat Österreichs Nummer 18. Sie ist Torschützenkönig in der österreichischen Bundesliga in der vergangenen Saison. 18 Tore hat Linda Natter erzielt für Altach Vorderland. Und damit die Krone aufgesetzt. Alba. Und Mariella El-Sherif. Nachtigall auf Kett. Das war wieder Archie Göss. Und der Ball bleibt heiß. Reingabe. Und wieder ist es Nachtigall. Dieses Mal per Kopf. Noch einmal her. Flach abgespielt auf Natter. Linda Natter. Mit dem Abschluss aufs Tor zieht hier rechts. Mehr von diesen Szenen, mehr von diesen Torschüssen, dann. Und glaube ich, ist es durchaus von Erfolg gekrönt auch mal. Aber hier schon wieder der schnelle Gegenschlag. Ein großer Erfolg, dass wir da überhaupt dabei sind als österreichische Mannschaft. Und das ist schon mal ein riesiger Erfolg. Das ist der Pausenpfiff zwischen der Partie Deutschland gegen Österreich. Zur Halbzeit steht es. Auf unserer rechten Abwehrseite Seidel, Schneiderbauer, Čavić auch im Spielaufbau mit Problemen. Also das muss sich auf jeden Fall verbessern. Damit ist Hälfte 2. Franziska Kett. Franziska Kett im Alleingang. Und das ist das 5:0. Das geht einfach zu leicht. Stefan, mangelt es da an Schnelligkeit in der Abwehrkette der Österreicherinnen? Ja, durchaus ist das schon ein Unterschied im athletischen Bereich. Aber ist auch so, dass man bisschen zu spät kommt, bisschen zu spät den Anschluss findet an die Dreierkette, versucht die Gegnerin dann auch außen zu drängen, gelingt doch gut, aber trotzdem überragend gemacht von der Deutschen, dass sie da auch noch zum Abschluss kommt, obwohl sie von Laura Spin abgedrängt wird, aber natürlich dieser Tempounterschied. Aber sie bringen auch die Gefahr, hier schnell in einen Konter zu laufen. Franziska Kett. Plattner sucht hier Alba. 1 gegen 1 gegen Leni Fuchs. Kann sich durchsetzen und Schneiderbauer. Plattner. Auf Bartz. Bartz sucht Nachtigall, Nachtigall mit der Hereingabe. Und Mariella El-Sherif sichert. Kleines Erfolgserlebnis. Wird der Mannschaft sicher gut tun und hätten sie auch verdient. Roduna. Und schon wieder der nächste deutsche Angriff. Bleibt noch gefährlich. Und das ist Kehitler. Noch. Nimm die Nähe, oder da
Platz überlappend. Welche so? Mach ich selber dir blank. Das zeigt einfach. Rotuna. Auf als Leitner. Und vielleicht ist das die Möglichkeit. Das ist die größte Chance der Österreicherinnen hier im Duell mit Deutschland in der 72. Minute. Super Vorarbeit von Roduna und hier ist es Isabella Eistleitner. Verlagert. Jetzt könnte es schnell gehen. Paulina Bartz. Wunderschön auf Gehitler. Und Nicole Ochuco rutscht hier zu spät. Das ist das 6:0 für Deutschland. Schnell verlagert. Dann der Ball auf den Flügel. Paulina Bartz zieht. Wie man hier sieht, hinein. Und dann der Ball in die Tiefe auf Gehitler. Ja, leider sehr gut gemacht. Schneiderbauer versucht noch auf Abseits zu spielen. Die Deutschen verzögern dann ein bisschen, laufen die Schnittstelle perfekt an. Der Pass kommt zum richtigen Zeitpunkt. Spielen sie dann gut fertig. Auch wenn und damit würde man im Semifinale stehen. Und das bedeutet wiederum, ein Qualifikationsticket.